Hallo, ich möchte mal kurz den Stand schildern, wo wir sind mit dem Bau des Mini-Modulhauses. Und eigentlich sollte es ein Video vor der Baustelle werden, aber das hat nicht geklappt. Deshalb nur ein kurzes Foto. Das ist jetzt Stand Anfang August 2021. Und wie man sieht, ist das Haus jetzt schon gut fortgeschritten. Ja, hier ist mal das aktuelle Bild. Wir haben die untere Etage in Stein gebaut, massiv, diffusionsoffen, gut gedämmt, um nicht zu viel Experiment zu machen. Jetzt die obere Etage ist Vollholz, handwerklich hergestellt. Die Balken, die man hier im Vordergrund sieht, werden zusammengesetzt in drei Schichten, eine horizontale und dann seitlich vertikale daneben. Und diese werden jetzt nicht verdübelt, weil es auf der Baustelle relativ schwer zu machen, sondern wir haben jetzt Holzbauschrauben verwendet und das funktioniert. Was man jetzt schon sagen kann, es ist deutlich mehr Arbeit als eigentlich gedacht, was meistens so ist. Es gibt halt auch Ideen zur Optimierung. An so einem Haus lernt man, ist ein Forschungsprojekt. Und das Positive ist, es funktioniert. Es ist ein fantastischer Raum entstanden bisher. Und das ist etwas, wo ich einfach mal kurz berichten wollte. Ja, es funktioniert prinzipiell, es ist toll geworden, man fühlt sich absolut großartig in diesem Gebäude und das wollte ich hier einfach noch mal kurz schildern und damit noch eine kurze Impression. Das ist halt, wie es hier aussieht. Und damit bin ich auch schon durch.